In der Käserei Gruyère wird Käse produziert. Die Milch zur Produktion von Gruyère AOC wird täglich zweimal eingeliefert. Hier in die Schaukäserei von Pringy, wie auch in die übrigen Käsereien, die sich im Produktionsgebiet des Gruyère AOC befinden. Nach einer Nachtruhe bei einer Temperatur zwischen 12 und 18 Grad wird die Abendmilch gerührt und alsdann mit der Morgenmilch gemischt. Die Kupferkästi mit einem Inhalt von je 4800 Litern werden gefüllt. Diese Menge ergibt 12 Laib Gruyère von je 35 Kilogramm. Der Käser widmet der Milchqualität höchste Aufmerksamkeit. Die zu Gruyère verarbeitete Milch zählt zu den besten. Die Kontrollen sind genau und streng. Der Käser entnimmt jeder Milchlieferung eine Probe. In seinem Labor führt er die ersten Analysen durch. Wenn sich die Abendmilch und die Morgenmilch harmonisch vermischt haben, fügt der Käser die dem Gruyère vorbehaltenen Gärungsstoffe bei. Dann lässt er das Lab einfließen. Diese letztere, vollumfänglich natürliche Zutat entstammt dem Kälbermagen. Das Lab bewirkt die Gerinnung der Milch. Der Übergang von flüssigem Zustand in eine festere Masse vollzieht sich in etwa 50 Minuten. Die letzten 3 oder 4 Minuten des Vorganges sind für die Qualität des Gruyère ausschlaggebend. In dieser kurzen Zeit kommt die Geschicklichkeit des Käsers voll zur Geltung. Dank genauen Bewegungen und mit einem Kennerblick entscheidet er, wann er mit der Aufteilung des geronnenen Teiges beginnen kann. Sobald feststeht, dass die Masse genügend geronnen ist, setzt der Käser 3 große Messer ein, welche die feste Masse zerschneiden, bis sich kleine Körner bilden. Die Kornmasse, jetzt haben die Körner die Größe eines Weizenkorns, und die an der gelben Farbe erkennbare Molke werden anschließend progressiv bis ungefähr 57 Grad erhitzt. Während dieses Vorgangs überwacht der Käser sorgfältig die Entwicklung des Korns. Gegen Ende der Erhitzung prüft er mit einer Handbewegung das Abtrocknen des Korns. Einmal erkennbar gemacht, werden die Gruyère gepresst, zuerst mit einem Druck von 300 Kilogramm. Er wird zunehmend auf 900 Kilogramm erhöht. Die Käse erhalten die erste Pflege und die Seiten der Laibe werden sorgfältig gehebelt. Hier bekommt der Käse seine Form. Der Käse wird nun in die Form gefüllt. Der Käse wird die ganze Zeit abgepumpt. Der Schaum wird nun abgeschöpft. Das gibt ein besseres Aroma. Die Hauben werden jetzt hochgezogen. Sie heben nun die Deckel runter. Und der Käse bleibt übrig. Es kommt immer eine Ziffer drauf. Die Nummer ist das Datum. Die Deckel werden nun auch draufgegeben. Mhm.
Der Käse bleibt so schön in Form. Durch die Deckel wird er auch gepresst. Hier sind die Gitter zum Pressen. Die noch weichen und geschmeidigen Laibe Gruyère werden einer nach dem anderen auf einen Wagen geladen und in Richtung Salzbad verschoben. Die Laibe werden während 20 Stunden bei einer Temperatur von 14 Grad und mit einem Salzgehalt von 20% in dieses Wasser getaucht. Dort nehmen sie die Hälfte des endgültigen Salzgehaltes auf. Das Käsefondue wurde in Fribourg erfunden. Dieses Fondue besteht aus Cochon und Gruyère. Hier wird statt Kirschwasser Weißwein getrunken zum Fondue. Das Fondue schmeckt sehr lecker.